Hier am Heidbeckring fuhr schon Michael Schumacher seine ersten Runden auf dem Kart. Heute treffen wir hier den gerade mal 21 Jahre alten Maximilian Buhg, der als die Zukunft im deutschen Motorsport gilt. Derzeit fährt er mit seinem Partner Maximilian Götz sehr erfolgreich in den Blank Paint Sprint Series mit. Hallo liebe Pointer-User, ich bin hier in der Motorsportanlage Heidbeckring in Geesthacht mit Maximilian Buhg. Hallo Maximilian. Moin, hi. Also Maximilian, letztes Wochenende waren ja die Blank Paint Sprint Series in Zolda. Wie ist es denn aus deiner Sicht gelaufen? Ja, besser als gedacht. Ja, mit Platz 1 am Ende haben wir überhaupt nicht gerechnet, weil die Strecke überhaupt nicht unserem Auto eigentlich passt. Wir wären froh gewesen, hätten wir überhaupt Punkte gesammelt und hätten ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben können, aber mit einem Sieg hat gar keiner gerechnet. Maximilian startete seine Karriere hier am Heidbeckring 2006 als Kartfahrer. 2013 wurde er ADAC Junior Motorsportler des Jahres. Was für Ziele setzt du dir? Ja, vielleicht irgendwann mal ADAC Motorsportler des Jahres zu sein, nicht mehr der Junior. Und natürlich so viele Meisterschaften und Rennsiege zu holen wie möglich. An welchen Vorbildern orientierst du dich denn? Mein größtes Vorbild ist eigentlich der Bernd Schneider, weil alles, was er im Tourenwagensport erreicht hat, davon kann man eigentlich fast nur träumen. Und er zeigt eigentlich, was es alles in dem Bereich möglich ist. Am Beispiel des Unfalls von Jules Bianchi sieht man, dass Motorsport nicht ungefährlich ist. Maxi erklärt uns, wie er mit solchen Ereignissen umgeht. Ja, der Unfall war eigentlich sehr unglücklich. Also alles, was schief laufen kann in so einer Situation, ist da schief gelaufen. Und eigentlich die Angst darf keine Rolle spielen. Ich glaube, die hat auch in dem Moment keine Rolle gespielt. Natürlich wirft es immer wieder Fragen auf, was kann man verbessern, aber am Ende kannst du ein gewisses Grundrisiko nie abschalten. Und wie viel Angst hast du? Keine. Auch außerhalb von seinen Terminen auf der Rennbahn muss Maxi viel Zeit in seine Berufung investieren. Wie viel muss man denn als Motorsportler trainieren in der Woche? Ja, schon 4, 5, 6 Mal fast. Also je nachdem, wie viel du unterwegs bist. Aber wenn du jetzt, ich sag mal, eine Woche lang zu Hause bist, dann bist du schon fast bei 6 Mal die Woche. Machst du dann noch irgendeinen Ausgleichssport zum Motorsport? Ja, ich spiele PlayStation. Trotz all der Zeit auf der Rennstrecke und beim Training schafft es Maxi, sich auch privat um alles zu kümmern. Du sagst jetzt, du hast sehr viel zu tun damit. Wie viel Zeit bleibt dir denn dann noch für Privates, für Freunde oder für eine Freundin? Ja, eine Freundin habe ich seit 2,5 Jahren und wir arrangieren uns damit schon sehr gut. Ich glaube, sie ist auch mal froh, wenn sie ihre Ruhe hat und mal, dass ich ihr nicht auf die Nerven gehe. Aber sonst versuche ich viel Zeit mit ihr zu verbringen und auch mit meiner Familie. Also was sagt ihr zu der Motorsportkarriere eures Sohnes? Ja, wir sind total begeistert und super stolz auf unseren Sohn. Ja, ich bin stolz, dass Maxi sich in den letzten 2, 3 Jahren so toll entwickelt hat im großen Automobilrennsport, im GT-Sport und finde es toll, dass er so durchgeschlagen ist in den ersten 3 Jahren und hoffen, dass natürlich in den nächsten Jahren die Entwicklung auch nach vorne weitergeht. Hallo liebe Pointer-User, ich hoffe, ihr unterstützt mich noch weiterhin bei meinen Rennen rund um den Globus.